Ich frage mich immer noch, ob du es wirklich ernst meinst. Und das ist der Punkt, warum es so aufregend für Madeleine ist. Wisst ihr, was ich meine? Hallo Freundinnen des guten Geschmacks. Ich bin Silvi und heute ist es soweit. Das Princess Charming Finale Staffel 3 steht an. Elsa oder Nina? Das ist heute hier die Frage. Vielleicht auch gar keine. Das wäre mal was Neues. Ich habe mich heute hier in mein Glitzeroberteil geschmissen, habe meine Disco-Cool-Ohrringe angezogen. Also ich habe mir Mühe gegeben, Leute, mich hier rauszuputzen. Ich wollte eigentlich ohne Jacke, ne? Damit man die coolen Tattoos sieht, aber es ist ein bisschen zu frisch geworden. Aber ihr habt es gesehen. Der Effort war da. So, machen wir mal ein bisschen hinter, damit man hier auch schön das Taylor Swift Bracelet sieht. Weil heute kommt ja auch das Taylor Swift Album raus, ja. So, das müssen wir ja auch embracen. Ich freue mich so auf den Song Slut. Das ist der erste Song, den ich hören werde. Ich werde einfach rebellisch sein und direkt auf diesen Song klicken. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Denn es werden hier noch ganz viele weitere tolle Sachen passieren. Und wenn ihr die ganze Folge nochmal schauen wollt von Princess Charming, egal welche, könnt ihr das bei RTL Plus tun. Der Link ist wie immer in der Infobox. Und ja, wir starten rein, ne? Seid ihr bereit? Wir sind nicht mehr auf Koh Samui, sondern... Ja, die sind nach Bangkok gereist. Ich glaube, so ein bisschen Location-Wechsel tut denen gut. In Bangkok? Will ich auch gerne mal hin. Ich realisiere hier gar nichts. Ich verstehe nicht, was in den letzten Wochen passiert ist. Und ich liebe einfach den Style von Nina, ne? Und ich kann es verstehen. Ich würde es auch, glaube ich, nicht realisieren können. Das ist ja auch alles voll surreal, wie so ein Rausch, durch den man da geht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mir sogar am liebsten ist, dass es Nina ist. Warum? Bei allen anderen Frauen aus dem Haus hätte ich ein schlechteres Gefühl, weil ich Nina total gerne mag. Und die anderen Frauen nicht. Das erste Date in Bangkok darf ich mit Nina verbringen. Wenn ihr im Finale stehen würdet bei sowas, so ganz hypothetisch gesehen, würdet ihr lieber das erste oder das zweite Date haben? Ich glaube, ich hätte lieber das zweite Date, weil man ja dann mehr in Erinnerung noch ist, ne, wenn die Entscheidung gefällt wird. Das andere ist ja dann schon so lang her. Ich glaube, ich hätte lieber das zweite Date. Ich glaube, das erste ist mehr von Nachteil. Aber I don't know. Ich habe total gemischte Gefühle. Mir steckt auf jeden Fall die Entscheidungsnacht immer noch ein bisschen in den Knochen. Ich glaube, da gibt es auch noch mal ein bisschen Redebedarf. Ja, Leute, und da kommen wir auch schon zu Nina und das Dilemma in der Entscheidungsnacht. Also da, boah, da waren so viele Kommentare und ich appreciate das sehr, dass ihr da so dran teilnehmt und auch so emotional seid, weil ich war es auch und ich kann Nina nach wie vor sehr gut verstehen. Es wurde in der letzten Folge gedroppt, dass Madeleine nach Hongkong gehen könnte. Wir wissen nicht genau, wie lange, aber es scheint ja anscheinend über einen längeren Zeitraum zu sein, sonst müsste man das ja auch nicht so droppen. Und dafür, finde ich, wurde es sehr spät gedroppt, nämlich kurz vorm Finale. I don't know, ich finde, es ist eine Information, wenn man sich wirklich eine ernsthafte Beziehung miteinander vorstellt, wünscht, wie auch immer anstrebt, dann ist es eine Information, die total wichtig ist, weil ich werde auf alle Fälle echt irritiert von, wenn man sich schon so auf Gefühle eingelassen hat und so, dann diese Information zu bekommen, ja, also ich könnte dann am anderen Ende der Welt vielleicht leben, so für so und so viel Zeit, wissen wir ja nicht. Das ist es halt, das ist irgendwie alles ein bisschen weird und deswegen kann ich auch verstehen, dass das so Unsicherheiten schürt. Hallo. Schön, dich zu sehen. Schön, dass du das sagst. Wir gucken uns nochmal die Situation an. Ich hoffe, dass morgen bald genug ist und hoffe, dass du bleiben möchtest. Gar nicht sicher war sich die Nina. Du bist hier dann Wochen und gibst und gibst und gibst quasi und irgendwann denkst du dir, es kommt ja auch aber irgendwie gar nichts zurück und ich habe dadurch einfach Panik gekriegt. Ja, und das finde ich persönlich total verständlich, vor allem wenn man Gefühle aufgebaut hat. Und das ist eben so ein bisschen das Problem, dass Madeleine Nina anscheinend nicht das Gefühl zurückgeben kann. Also, dass das irgendwie nicht so richtig ankommt und dass das einen verunsichert, das ist natürlich klar. Und dass es auch irgendwie dann nicht so richtig auf Augenhöhe ist, finde ich, ist auch klar, weil natürlich Madeleine schon in einer machtvolleren Position ist. Und da kann sich natürlich eine Dynamik entwickeln, vor allem wenn man eben ja auch so ein bisschen Feedback braucht, was total natürlich ist,
Was ich auch bräuchte, was ganz viele Menschen bräuchten, die meisten würde ich behaupten, das ist natürlich dann vielleicht nicht so gut. Mir ist es voll wichtig, dass wir, wenn du darüber reden möchtest, wir werden heute ich glaub, auch gut. genug Zeit haben, das zu tun. Aber ich möchte, dass du jetzt weißt, dass ich jetzt hier bin für dich. Ich habe gerade nur Augen für dich und das meine ich komplett ernst. Ja, und das ist schön, dass Madeleine das sagt, weil ich finde, damit kreiert sie wieder ein bisschen mehr Augenhöhe, dass sie so auf sie eingeht, auch auf die Bedürfnisse der anderen Person. Ne, weil sonst ist es halt wirklich so, es ist einfach nicht auf Augenhöhe, wenn nur die Bedürfnisse von einer Person zählen, wenn ihr mich fragt. Ich bin wirklich, wirklich richtig froh, dass du hier bist. Wirklich. Danke, das ist auf jeden Fall sehr schön zu hören und sehr wichtig für mich. Schön. Dann steht ja dem finalen Date der beiden nichts mehr im Wege. Ich bin gespannt, was die beiden machen. Sie fahren auf dem Wasser mit einem kleinen Boot, Schiff, einem Wasserfahrgerät. Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal am Meer zu leben? Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mir nicht so sehr vorstellen, aus Berlin wegzugehen, weil ich da gerade einfach sehr verwurzelt bin. Aber das ist halt ja, gerade die Umstände und das Mindset jetzt, aber sowas kann sich auch immer ändern. Deswegen für eine Zeit, ja. Ich glaube, die beiden haben halt nur miteinander besprochen, dass dieses Reisen was ist, was Nina sich auch voll gut vorstellen könnte. Aber halt woanders zu leben, ist natürlich schon mal eine ganz andere Sache, ne? Das war so schön. Also das war wirklich so, man hat den Wind gespürt. Wir haben ein bisschen was von Bangkok gesehen. Und wir haben ganz viel körperliche Nähe gebraucht, ganz viel Kuscheln, was so die letzten Tage ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Es wirkt schon noch so ein bisschen distanziert, aber was auch verständlich ist, ne? Also da ist, denke ich, einfach so ein bisschen was erschüttert worden in der letzten Folge. Dann gehen die beiden in einen Tempel. Das war auch schon wieder irgendwie so crazy gruselig, weil das so gut zu unserer Situation gepasst hat. Hey, warum? Warum? So einen ruhigen, heiligen Ort zu gehen, wo irgendwie eine ganz besondere Energie floss. Mhm. Und dann noch diese Zeremonie machen zu dürfen mit dem Mönch, der uns irgendwie auch noch gesegnet hat und Glück zu bringen. Das war richtig schön. Ich finde sowas ja auch total schön. Good luck, good luck. Es hat sich wie eine Umarmung angefühlt. So, und dann fahren die beiden auch wieder zurück. Mir geht's auch schon viel besser. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir das beide zusammen erleben dürfen. Es fühlt sich schön an, mit denen so nah zu sein und so vertraut zu sein. Ja, und dann wird wieder zurückgeschibbert und dann geht's auf so einen Markt. Das liebe ich ja, ne? Also das sind Dates, die ich toll finde. Oh, das finde ich lecker. Du nicht. Flohmärkte oder sowas oder generell Märkte, das ist irgendwie schön. Da hat man auch was zum Sehen. Möchtest du eins? Voll gerne. Also das hier? Lass uns das nehmen. Yes. Das ist super, super lecker. Ich habe auch gemerkt, Nina kann gut mit Geld umgehen. Na, war ja, ist auch nochmal ganz gut zu wissen. Mhm. Dann so ein bisschen die Sugar Mami hat dann das mit dem Geld geregelt und ich habe nur gesagt, das finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich gut. Keine Ahnung warum, Leute, es holt mich nicht ab, ne? Es holt mich nicht ab. Vor allem mit dem Altersunterschied noch und dann Sugar Mami, I mean, ja. Ich weiß, es ist ein Witz und so, ne? Aber trotzdem irgendwie, ich sehe auch Nina und irgendwie, irgendwas hat sich verändert seit der letzten Folge, auch bei Nina, habe ich das Gefühl. Und auch wenn sie sagt, jetzt ist es besser, ich persönlich sehe das nicht. Aber es ist auch nur meine persönliche Perspektive, die auch natürlich durch mein subjektives Empfinden gefärbt ist. Kommen wir jetzt zu Elsa, denn natürlich wird auch ein Brief geschrieben. Es wird immer ein Brief geschrieben, Leute. Ja, wir schreiben Briefe, ist doch klar. Wir lieben alle Liebesbriefe. Und im Gegensatz zum letzten Mal, wo Elsa ihre Gefühle und Emotionen aufschreiben sollte, bei dieser Golden Night, fällt es ihr jetzt anscheinend nicht mehr so schwer. In meinem Brief möchte ich Madeleine sagen, dass ich es sehr besonders finde, mit ihr Zeit zu verbringen und dass ich sehr gerne noch mehr Zeit mit ihr verbringen würde. Elsa, ist es immer wichtig, dass alles besonders ist, ne? Ich mir auch, deswegen, ich fühle das. Ich will auch mal, dass alles besonders ist. Madeleine hat teilweise so ein bisschen daran gezweifelt, wie ernst ich es meine mit ihr. Und deswegen habe ich versucht, im Brief noch mal wirklich auszudrücken, dass ich mir auch vorstellen kann, in Zukunft mit ihr zu sein. Außerhalb von diesem ganzen Rahmen hier. Und ich hoffe, dass ich sie davon noch überzeugen kann. Das ist korrekt. Und nicht nur Madeleine. Ganz viele in den Kommentaren. Und auch ich hatte so ein bisschen meine Zweifel, aber... Ja, also egal, wie es ausgeht, wir sehen es ja dann auch nächste Woche, ne? Was da los ist, wie sich das entwickelt hat. Tatsächlich
fühle ich viel, aber ich versuche immer mit wenig Worten viel auszudrücken. Metaphorisch mir ein Bild im Kopf zu malen, wenn ich Gefühle ausdrücke. Es fällt mir leichter manchmal, als die direkten Gefühle zu benennen. Ja, das würde ich auch gern können, ne? Also ich bin jemand, ich kann mich nicht kurz fassen, ich habe mich damit abgefunden, ich versuche es immer wieder. Und selbst wenn ich es versuche, komme ich immer bei der gleichen Zeit raus, die ich brauche, um Dinge zu erklären und zu erzählen. Ich habe in Deutschprüfungen schon immer versucht, mich kurz zu fassen. Und ich war immer die, die am längsten gesessen hat. Ich kann es einfach nicht. Deswegen, ich bewundere Leute, die das können. Silvi, konzentriere dich auf das Wesentliche. Nein, Bro, ich habe ADHS. Es ist schwierig. Ist er sich sicher, dass man mit dem Boot so fahren kann? Weiß es nicht. Die verbringen dieses ganze Date-Gefühl auf diesem Boot, ne? Also ich stehe schon auf PS, muss ich sagen. Ja, ist cool, ne? Ist auch geil. Same. Auf einen sehr, 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 sehr schönen Tag mit dir. Ja, danke für den Tag. Ich finde es ja angenehm, dass sie hier nicht die ganze Zeit sich die Hacke voll saufen, sondern die stoßen jetzt hier mit Wasser an. Das wollen wir doch jetzt hier mal appreciaten, ja? Das war bis jetzt sehr schön. Aber trotzdem irgendwie sehr verhalten noch zwischen den beiden. Es gibt gerade irgendwie so wenig Steigerung, wie ich finde. Wie fandest du den Tag? Hey, hat sie das nicht gerade schon gefragt? Jetzt nochmal, okay, nochmal ausführlich, für die Kamera. Mega schön. Ich fand, das war auch genau das Richtige, was ich oder wir vielleicht jetzt gebraucht haben. Es ist halt einfach nicht schön gewesen, dich so traurig und auch irgendwie ein bisschen verzweifelt zu sehen. Ja. Ohne zu wissen, was gerade in deinem Kopf abgeht. Aber eigentlich hat sie es ja gesagt, Nina, oder? Also, wir haben ja dann geredet und dann, ich finde, es ist ja auch irgendwie verständlich, wenn man so eine Info droppt, dass das Menschen, die dich wirklich gern haben und sich eine Beziehung oder eine Zukunft mit dir vorstellen können und das darauf vielleicht hinausläuft, es eh eine unsichere Basis und Situation ist, dass die das dann verunsichert, also finde ich eine absolut verständliche Reaktion. Ich hatte es dir ja auch in dem Gespräch gesagt gestern, dass ich irgendwie merke, dass ich ein bisschen Panik kriege. Und dann waren wir nur noch vier und dann die Vorstellung, dass es auf einmal so crazy ernst wird. Und ich war einfach super überfordert damit. Ja, und ich glaube halt auch einfach diese ganze unsichere Atmosphäre, ne? Also, und wenn da halt nichts zurückkommt, und ich glaube, das ist ja der springende Punkt, dann kann man sich nicht sicher fühlen. Außer die andere Person ist einem egal oder nicht so wichtig, dann vielleicht schon. Dann juckt es einen ja aber auch nicht, ne? Hat Torschusspanik gekriegt. Tut mir auch leid, wenn du dich da schlecht gefühlt hast oder dir Gedanken gemacht hast. Aber es ist einfach irgendwie eine wirklich crazy Achterbahnfahrt hier. Aber ich finde halt auch, dass das bedeutet, dass Nina einfach Zugang zu ihren Gefühlen hat. Was eigentlich was Schönes. Ja, manchmal passiert das dann einfach, dass man aus Angst vor Verletzungen dicht macht. Ja. Und da hatte ich irgendwie dann gestern keine Kontrolle mehr drüber. Hab auch Angst, nochmal auf die Fresse zu fliegen, wenn ich hier immer gebe und sage, ey, du bist toll und ich mag dich und ich hätte gern Bock, aber es kommt halt nie, ja, du bist auch richtig toll und ich mag dich und ich habe auch Lust. Ja, das ist das. Das ist der Kern, ne? Also der Kern ist, dass man so Angst davor hat, dass man sich nicht darauf einlassen kann, weil man nicht sicher ist. Und to be honest, es ist so. Und ich persönlich glaube, dass für Nina, und ich hatte bei Nina auch immer das Gefühl, dass er nie so Game-Charakter war, sondern das war immer alles ernst gemeint. Am Anfang sich auf freundschaftlicher Ebene zu begegnen, die andere Person kennenzulernen, dann zu gucken, ob es romantisch passt und ob Anziehung da ist, und war ja auch. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach gerade schwierig, vor allem bei so Informationen, die auch so ein bisschen das Vertrauen im einen berühren, ne? Also wenn jemand dann sagt, okay, ich gehe vielleicht weg, ich weiß noch nicht, ist alles unsicher. Alle Gegebenheiten dort sind unsicher. Ich finde es wichtig, dass du weißt, dass das total berechtigt ist, was du fühlst oder auch gefühlt hast. Das ist voll schön, dass Madlena sagt. Wenn ich mir vorstelle, dass wir irgendwie Rollen geswitcht hätten und dass sich ein bisschen wie so eine Einbahnstraße anfühlt und ich irgendwie ganz viel gebe und das tust du. Und dann halt... Ja, das stimmt. Nina gibt so viel. Und deswegen fühlt es sich für sie auch an wie ein Ungleichgewicht. Von der anderen Seite halt sehr wenig kommt. Ja. Dann... Und ganz ehrlich, ich weiß, dass einige dieses Gefühl auch kennen. Vielleicht auch ich manchmal. Und das Ding ist, ich möchte hier an der Stelle nochmal sagen, weil ich glaube, deswegen können auch viele mit Nina sich identifizieren. Ihr habt jemanden an eurer Seite verdient, der euch auch ein sicheres Gefühl zurückgibt. Dem ihr nicht nur selber ein sicheres Gefühl gibt, der euch auch
etwas zurückgeben kann. So, ihr müsst nicht alles alleine geben. Das fühlt sich scheiße an. Deswegen ist es wichtig, sich dazu zu... Oh, ist dein fucking Ernst, Paul? Ja, Paul wollte auch mal wieder dabei sein, Leute, ne? Pauli Paulsen, wie er lebt und lebt. Deswegen ist mir auch wichtig, nochmal zu sagen, Leute, wenn man denkt so, hey, warum kriege ich denn da nicht so viel zurück, wie ich gebe? Weil ihr vielleicht nicht bei der richtigen Person seid. Das ist total doof. Es ist immer berechtigt, dass du dich so fühlst und ich würde mich genauso fühlen. Ich finde das total schön, dass sie mich versteht oder ich mich auch verstanden fühle und ich das Gefühl habe, dass sie mich auch wirklich sieht. Ja, ich glaube, die zwei harmonieren auch auf einer gewissen Ebene, aber ich ohne dass ich auch irgendwie alles crazy erklären muss. Ich glaube aber auch, dass, und ihr wisst ja, ich bin Nina-Fan erster Stunde, aber ich habe das Gefühl, Nina ist nicht so glücklich gerade. Und das ist eben auch wichtig, ne? Das war sehr gut und wichtig für mich, dass du das gesagt hast. Danke. Ich bin auch total froh, dass ich noch da bin und dass wir diesen Tag hatten. Und ich glaube, der war sehr wichtig für uns. Ich bin auch sehr froh, dass er noch weitergeht. Ja, jetzt strahlst du wieder, so süß. Ja, das ist Trion. Es kommen nämlich zwei, das funkelt schon die ganze Zeit. Ach nee. Jetzt kommt ein Partyboot. Und das finde ich so schön an Nina, ne? Die versucht dann schon so irgendwie das Lockere wieder reinzubringen und diese beiden Seiten auch auszufüllen. Und das kann sie auch. Und das finde ich mega, mega schön an ihr. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du heute quasi bei mir nochmal übernachtest. Voll gern. Möchtest. Ja, möchte ich. Oh, oder vielleicht wendet sich ja noch das. Ja, ich möchte. Sehr schön. Und da gibt's doch endlich den Kuss, Leute. Vielleicht wird das Ruder noch mal rumgerissen. Hallo. Wowie! Du auch. Das war auch irgendwie ultra kitschig und cheesy. Aber das ist ja genau das, was Nina eigentlich auch mag, ne? Können wir bitte aufhören, alles als cheesy abzuwerten, was schön ist einfach? Danke. Und romantisch. Es ist doch schön. Jetzt haltet's doch einfach mal aus, Leute. Ich freue mich, dass ich heute wieder mit dir kuscheln darf. Ich freue mich auch. Ich freue mich da. Ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut. Und das Bett ist richtig groß. Das ist voll geil. Und hin und her wälzen. Auf jeden Fall. Mhm. Schön. Also ist immer noch so ein kleines Aber. Und ich merke auch immer noch bei mir was, was mich auch zurückhält und sagt, vorsichtig, weil zu Ende ist das hier noch nicht. Das ist korrekt. Jetzt gucken wir mal, wie die beiden geschlafen haben. Also die wachen ja schon mal eng umschlungen auf. Das Aufwachen neben Nina war wunderschön. Wir sind im Kuscheln aufgewacht quasi und das finde ich auch toll, weil normalerweise dreht man sich ja mitten in der Nacht dann doch mal weg und will für sich sein. Aber ich bin aufgewacht und habe direkt Nina gespürt, ihren Atem gespürt, gerochen und das war einfach total schön. Oh, aber Nina guckt nicht so glücklich. Es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an. Dann kriegen die Frühstück ans Bett. Das ist doch das Allerbeste, wirklich Frühstück im Bett zu haben. Ich liebe das. Ich mag, wie sie mich anfasst. Ich mag sie anzufassen. Ich mag sie zu küssen. Machst du gerne Frühstück im Bett? Beste. Ciao. Kaffee im Bett, Frühstück im Bett. Ja. Ich finde, das sind so Kleinigkeiten, damit kann man sich das Leben auch ein bisschen schöner gestalten. Nina und ich haben super viel gekuschelt. Wir haben tatsächlich auch noch ein bisschen gequatscht. Haben diese Hammeraussicht vom Bett aus auch noch sehr genossen. Und sind dann tatsächlich auch einfach Arm in Arm eingeschlafen. Okay, da ist dann scheinbar nichts gelaufen, hä? Das war echt so, jetzt ohne Scheiß. Leute, was soll ich machen? Ich bin scheiße müde. Ich habe seit 2 Wochen nicht geschlafen. Da läuft überhaupt nichts bei mir. Ah, ich glaube, wenn man richtig horny auf eine Person ist, da ist einem das egal. Aber das ist nur meine Vermutung. Selbst wenn ich wollte, würde ich wahrscheinlich mittendrin einpennen. Ach, ist aber auch ein bisschen sympathisch, ne? Ich habe auch das Gefühl, in der Princess-Staffel ist Madeleine total nahbar. Man lernt sie halt total gut kennen. Also zumindest hat man das Gefühl, dass man ihr so nahe kommt. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, klar, ist jetzt schon auch ein bisschen komisch, weil ich weiß, dass du den ganzen Tag noch mal mit Elsa verbringen wirst und ich dich nicht sehe. Und ja, das wie immer, ne? Nach einem Date, man hat wieder irgendwie an der Verbindung angeknüpft und gute Gespräche hat. Und dann ist es einfach immer komisch, wenn man so ins
nichts geht und ne, ich kann nicht mal reinhören, wie es dir geht oder dir schreiben oder wenn man so ein bisschen dann mit seinen Gedanken wieder alleine ist. Dann ja, total. Kann ich sehr doll verstehen. Und ich finde es auch schön, dass Nina das einfach so kommunizieren kann. Es ist einfach, finde ich, schon von Anfang an mit Nina auf einer sehr tiefen Ebene, weil sie einfach auch sehr transparent ist mit allem. Und das ist, finde ich, eine so krass wertvolle Fähigkeit, die sie wahrscheinlich auch erlernt hat durch die Dinge, die sie erlebt hat. Und das bringt einfach eine gewisse Tiefe in einer Beziehung, egal welcher Art, rein, die viele Menschen auch vielleicht so gar nicht können, weil sie es nie gelernt haben, weil wir einfach emotional gesehen viele Dinge nicht gelernt haben in unserer Welt, weil es einfach nie an erster Stelle stand, aber es total wichtig ist. Und das, finde ich, ist eine der besten Eigenschaften an Nina, die wir in diesem Format gesehen haben. Das ist so zumindest meine Perspektive. Kommt auch ganz oft so das Karussell wieder, aber du musst deine Entscheidung treffen. Und das ist für dich viel schwieriger jetzt als für mich. Ja, aber jetzt hat Nina gar nichts mehr in der Hand, ne? Also jetzt liegt die Entscheidung bei Madeleine gerade. Wobei natürlich Nina auch am Ende sagen könnte, nee, will ich doch nicht. Aber ich denke, dass Nina sich darauf einlassen würde und natürlich Madeleine jetzt natürlich am längeren Hebel. Das ist ja das Ding in diesem Konzept hier. Das Wichtigste ist, dass du mit der Person gehst, wo du dir vorstellen kannst, glücklich zu werden. Ja. Mensch. Ja, ich glaube, das sehen wir fast alle so, ne? Nina ist halt wirklich, egal wie es ausgeht, glaube ich, schon so ein bisschen die Siegerin der Herzen. Das klingt auch sehr cheesy, aber es ist ja wirklich so, dass, glaube ich, Nina einfach sehr abgeholt hat, dadurch, dass sie so eine Nähe auch zugelassen hat und sich auch so gezeigt hat. Sie hat sich einfach gezeigt, ganz verletzlich auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite so super stark, finde ich das auch. Ich finde, so eine Verletzlichkeit zuzulassen in der Öffentlichkeit und das zu präsentieren oder das offen zu legen, macht einen total stark, weil sie damit offen umgeht und dann auch so, ja, sehr reflektiert ist. Zu wissen, dass sie jetzt da mit Elsa ein Date hat, ist ganz schwer auszuhalten. Der Abschied mit Nina ist mir schwer gefallen heute. Also ich finde es schon spannend jetzt. Wir starten rein in das Date mit Elsa. Ich bin sehr aufgeregt, Elsa gleich zu sehen. Ich freue mich. Sie freut sich. Ich habe so ein innerliches Grinsen, wenn ich daran denke. Ja, also da startet Madeleine natürlich schon so ein bisschen anders rein vom Gefühl her, weil natürlich Elsa so gar nicht irgendwie gezeigt hat, dass sie verunsichert ist. Natürlich fühlt es sich nicht gut an, wenn ich weiß, dass Nina gerade ganz viel Zeit mit Madeleine hatte. Aber Nina ist ein ganz, ganz toller Mensch und ich freue mich extrem doll, Madeleine zu sehen. Ich bin gespannt, einfach sie mal ein bisschen länger zu erleben und uns miteinander zu erleben. Da ist die Dynamik ja eher so, dass Madeleine verunsichert ist, ne? Also es ist gerade getauscht so ein bisschen. Da giggelt die Madeleine auch schon wieder, ne? Es ist ganz anders, es ist ganz anders, ne? Was machen wir heute? Hast du eine Idee, was wir machen können? Warum guckst du so hoch? Ich weiß schon, dass wir irgendwas, also vom Gefühl her machen wir irgendwas da oben. Also, die Aufgabe ist, dass sie sich da von diesem großen Gebäude, ja, ich abseilen, ja doch irgendwie, kind of schon. Ja, guckt selbst gleich. Hast du schon mal gemacht? Nein, du? Nee, noch nie. Sehr gut, zweites, erstes Mal, was wir teilen. Na, das passt auch zu den beiden. Aber ich finde auch krass anders als Ninas Date und natürlich mehr Adrenalin, was nachgewiesenerweise mehr zusammenschweißt. Also wenn man so eine Sache gemeinsam macht, deswegen machen die das auch mal bei solchen Shows, wird tendenziell mehr eine Bindung aufgebaut, schneller, weil man so viel Adrenalin ausschüttet und das mit dem anderen verbindet und das dazu führt, dass man sich schneller verliebt. Kein Scherz. Ob sie wirklich so abenteuerlustig ist, so mutig und auf alles Bock hat, wie sie immer so sagt. Boah, ey, das wäre mein Horror. Ich weiß ja nicht. Höhenangst. Nee, könnte ich nicht. Ich würde kotzen. Ganz schön hoch tatsächlich, oder? Also ich glaube, ich habe da wirklich so voll den Hebelkasper da abgegeben. Und direkt halten die auch Händchen, ne? Übrigens gab es letztens auch so eine Theorie zu Taylor Swift, aber egal, dass wenn Leute so Händchen halten, dass das nichts wird, dass das wahre Händchen halten ist. Und ich muss sagen, I feel it. Ich finde, so Händchen halten, da komme ich mir vor, als würde ich mich einfach in der Grundschule mit jemandem anstellen. So, das hier, that's the thing. Oder wie seht ihr das so? Are you ready to go down? Never not ready. Nee, also dieses Down bin ich nicht bereit zu gehen. Ich habe trotzdem meinen ganzen Mut zusammengefasst, weil ich gesehen habe, wie krass Madeleine gestruggelt hat. Oh mein Gott.
Also Elsa hat Angst, aber sie schießt ein bisschen weg wegen Madeleine. Oh mein Gott, das ist wir schaffen es. Wollt ihr Sicherheit geben und sie stärken? Ja, das ist ja das, was Madeleine eigentlich braucht, ne? Das, was sie sucht. Süß. Süß finde ich das. Ah! Oh mein fucking Gott, ich kann das nicht. Doch, wir schaffen das. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Ich bin da, okay? Oh mein Gott. Hey, du schaffst das. Das haut ja genau in die Kerbe rein, wo Madeleine quasi jemanden sucht, der genauso ist. Der genauso sagt, du schaffst das, ich bin an deiner Seite, ich bin dein Fels in der Brandung. Sagen wir mal richtig laut? Okay. Ja. Eins, zwei, drei. Ach, das liebe ich ja, ne? Das liebe ich ja. Ich würde auch gerne nochmal so schreien irgendwo. Und jetzt langsam die Beine ausstrecken. Komm. Sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott. Sehr gut, wunderbar, perfekt. Oh, fuck, mein Leib. Ich hab dich. Ich hab dich. Oh, da. Ist jemand abgerutscht. Aber wie wollen die das denn überhaupt da machen? Also wie soll das gehen? Sollen die dann da runterlaufen oder wie? Aber wie? Ich weiß nicht, ob ich noch mal auf Dates mit dir will. Du machst immer so komische Sachen. Jetzt hängen die da so rum, ey, ich kann nicht mehr. Also ich habe versucht, mich irgendwie, ja, mich zu beruhigen, obwohl sie selber einfach so an so einem dünnen Seil hing. So, und das wird die beiden halt krass zusammenschweißen, ne? Dann haben die das irgendwie geschafft gemeinsam. Das schüttet Hormone aus, Leute. Und das verbindet. Also eigentlich ist es ein bisschen unfair, weil gut, dieser heilige Tempel wird jetzt nicht diese Hormone ausschütten. Glaubt ihr aber mal. Okay. Oh. Kommen wir mal zu Nina. Wo ist die denn jetzt hier? Bin nicht so ein Wortmensch. Weiß nicht, ich tanze dir lieber was vor. Ich finde das so krass, wie immer die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung ist, weil ich finde nämlich, dass Nina immer voll gut mit Worten ist. Bisher in der Show. I don't know. Hatten wir aber bei Melanie ja auch, wo ich das ganz anders irgendwie eingeschätzt habe als sie. Aber so ist das nun mal. Madeleine hat ein unglaublich warmes Herz. Die ist so sensibel und hat echtes Interesse an allen Menschen und das ist eine wunderschöne Eigenschaft. Schön, wie sie Madeleine sieht. Richtig, richtig schön. Weil das ist wirklich eine schöne Eigenschaft. Ich glaube, Madeleine freut sich schon über meinen Brief und es wird ihr auch ein kleines Schmunzeln auf die Lippen machen. Und das ist, glaube ich, für mich und für Madeleine was Gutes, dann so in diese Entscheidung zu gehen. Ich habe noch Konfetti und Glitzer reingemacht. Süß, richtig süß. Die Limo, die ich uns organisiert habe, nach dir. So, da gibt's jetzt auch Speed. Kannst du dir das vorstellen, dass deine Partnerin arbeitet und du vielleicht nicht dein Leben lang, aber einen Zeitpunkt oder so gar nicht arbeitest und dann eher so um sich um die Kinder kümmerst? Also, ja, könnte ich. Klar, wenn wir jetzt uns entscheiden, ein Kind zu kriegen, muss ja einer so oder so erstmal zu Hause sein für eine gewisse Zeit. Aber es ist grundsätzlich nicht mein Ziel, für immer Hausfrau zu sein. Und wisst ihr noch, als Natalie irgendwas mit, wenn wir das und das machen, gesagt hat, ich glaube, es war das Sextape, da war Madeleine gar nicht begeistert von. Bei Elsa ist das so, ja. Bei dir so ein Alltag aus, also quasi ein Arbeitsalltag aus, machst du? Also mein Tag sieht eigentlich jeden Tag gleich aus, so von dem, weil ich mir halt selber so eine Struktur gemacht habe. Ich könnte niemals so einfach in den Tag leben oder so. Das finde ich schon beeindruckend, dass Elsa da wirklich, ja, das so anscheinend so gut meistert und so diszipliniert ist, bin ich halt einfach überhaupt nicht. Und ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, wie das dann werden könnte. Aber es ist ja eigentlich ganz cool, wenn eine Person so ein bisschen so dieses Spontane reinbringt und die andere Person vielleicht eher so dieses Strukturierte. Und dann kann man sich ja auch wirklich auch kind of ergänzen, finde ich. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich abends und in der Nacht am produktivsten bin. Tagsüber, aber ich glaube, es hat auch ein bisschen mit meiner Krankheit was zu tun. Ich bin tagsüber halt, ich weiß nicht, ich kann mich da nicht so gut konzentrieren. Bei jeder Beziehung, egal ob Freundschaft oder nicht, oder Liebe oder was auch immer, es ist immer ein Kompromiss. Ja. So, anders funktioniert es nicht. Und da sagt Elsa was total Wichtiges. Es ist immer ein Kompromiss. Man wird nie eine Person finden, die zu 1000% zu einem passt. Aber ich glaube, die wichtigen Dinge müssen passen. Und es gibt gewisse Dealbreaker und es gibt auch Sachen, die flexibel sind. Und da hat sie voll recht. Ne? Also man kann sich keine Person basteln. Und da geht es dann einfach um Kommunikation und zusammen eine Lösung finden, womit beide fein sind. Ich glaube, dass Madeleine
das wirklich Sicherheit geben würde in ihrem Leben, wenn sie mehr Strukturen hätte und Routinen. Und ich wäre sehr gerne der Mensch, der ihr dabei hilft, die aufzubauen. Da gehe ich tatsächlich mit. Also vor allem bei Depressionen sind Strukturen und Routinen total wichtig eigentlich. Es ist nicht nur so ein kleines Grinsen, sondern ihr ganzes Gesicht strahlt dann. Und dann hat sie diese Lachfältchen und ihre Augen strahlen. Ja, ich würde sagen, Madeleine ist komplett Kanone in Elsa verknallt. Ich hatte das Gefühl, dass wir so Momente hatten, wo wir echt komplett vergessen haben, dass wir eigentlich gerade in einem Tuk-Tuk durch diese riesen Straße fahren. Es gibt nie den Moment, wo wir nebeneinander sind, aber nicht irgendwie körperlich nah sind. Und das genieße ich total. Ich brauche genau sowas. Oh Mann, same. Könntest du so von heute auf morgen wegziehen? Ja. Ja? Ja? Ich bin so. Echt? Geil. Ja. Gut. Naja, warum nicht? Nicht drüber nachdenken, einfach machen, ne? Aber es ist auch krass, dass sie dann einfach so das machen könnte und dann trotzdem ihre Strukturen und Routinen hat. Das finde ich auch cool. Voll gematcht mit Elsa zusammen rumzulaufen. Einfach so ein bisschen Normalität. Okay, gleichzeitig. Das halt mir scheint ja nicht so zu schmecken. Übertreiben! Und dann war es wieder schlimm. Es ist so eklig. Oh, so krass. Wie eklig. Willst du ein bisschen knutschen? Ja, irgendwie vibet das schon zwischen den beiden, ne? Aber ich fand Elsas dramatische Reaktion auf sie auf jeden Fall sehr amüsant. Geht's? Gut. Aber. Viele Gedanken in meinem Kopf. Was so? Zieh mir. Endlich haben wir ja auch mal ein realistisches Abbild von einem Lesben-Date. Es geht einfach den ganzen Tag über und dann die Nacht auch noch. Kleiner Witz am Rande. Es war halt mega schön, aber ich bin trotzdem jetzt auch ganz schön verwirrt. Verstehe ich. Ich muss sagen, dass ich krass diese Finalentscheidung ausblende. Ich versuche einfach extrem mit ihr im Moment zu sein. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, aber tatsächlich wahrscheinlich die richtige Herangehensweise. Ist meine Haare komisch aus? Warum schaust du so? Nein. Nein, ich treffe nur gerne an. Okay. Gut, ist ich auch. Wenn ich viel lache mit jemandem, ohne dass man irgendwie seine Mimik noch kontrollieren kann. Und das war bei Elsa und mir von Anfang an so. Und das ist auf jeden Fall eins der schönsten Dinge, die ich sehr schätze. Mhm. Da fühlt sich die Seele wohl, ne? Mit dir ist es auch immer. Ja. Das ist ein gutes Zeichen, wenn ich Gesichter inspiziere, dann nur, weil ich sie nicht zweifle. Mhm. Das habe ich auch gerne lassen. Huh, Leute. Natürlich, Leute. Das sind schon andere Küsse jetzt, ne? Das sind jetzt keine so süßen, romantischen Küsse mehr. Das ist jetzt, finde ich, sexual, wenn ihr mich fragt. Wenn ich mit denen küsse, vergesse ich einfach alles, was um mich passiert. Dann gibt es in dem Moment nur sie und mich. Und egal, was drumherum ist, da kann ganz Bangkok irgendwie pulsieren. Ich krieg's nicht mehr mit. Dafür, dass sie nicht so auf Pulsi steht, da hat sie aber jetzt alle rausgehauen, die Elsa. Also jetzt glaube ich's auch mittlerweile. Bitte nur genug mit mir mitzubringen. Fühlst du dich mit mir wohl genug, die Nacht zu verbringen? Das klang schon ein bisschen. Ja, dann nein. Ist ein Ja. Elsa löst auf jeden Fall so ein Kribbeln in meinem Bauch raus. Kommt es mir nur so vor, dass die Sache schon klar? Kribbeln im Bauch? Ja. Und es ist wirklich so einfach irgendwie spannend, mit ihr zu sein. Und irgendwie auch aufregend. Because you don't know. If you get her, this is the exciting part. Doesn't feel safe. Ja. So, Leute, und nun gehen beide zu Bett. So, Leute, kurzer Location-Wechsel. Ja, wir befinden uns in meinem Schlafzimmer, weil auch Elsa wurde gefragt, ob sie die Nacht mit Madeleine verbringen möchte. Und ich finde, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man gut liegt. Das ist für den Schlaf wichtig,
für den Rücken und auch für GästInnen. Wenn ihr ein bequemes Bett habt, ich schwör's euch, die kommen gerne wieder. Ich habe seit Jahren schon die Standard-Emma-Matratze, die kann ich wärmstens empfehlen, aber heute wird abgegradet. Und zwar auf die, haltet euch fest, Emma 25 Flip-Matratze. Oh, oh mein Gott, freue ich mich auf heute Nacht. Ich weiß nicht, ob die in Bangkok Emma-Matratzen haben, aber es wäre ihnen zu wünschen, weil diese Matratze hier entlastet meine Wirbelsäule, entspannt meine Schultern. Es gibt hier eine Thermoregulierung, heißt, ich schwitze nachts da nicht so dolle. Und das sogenannte Halo Memory Form in der Matratze sorgt dafür, dass sich die Matratze deinem Körper anpasst. It's magic. Ihr habt 100 Nächte Zeit, eine Matratze zu testen. Wenn sie euch nicht taugt, könnt ihr sie wieder abholen lassen und bekommt euer Geld zurück. Wichtiger Fact. Und diese Woche ist ja Black Week, das heißt, es gibt sowieso überall Sale-Angebote, auch bei Emma, aber meine Community, also ihr, bekommt jetzt nochmal eine kleine Kirsche on top auf der Hafersahne. Und zwar 5% mit dem Code Silvi. Wenn ihr also Bock habt, in der Infobox ist der Link zu Emma Matratzen. Und wir gucken jetzt mal, wie gut Elsa und Madeleine geschlafen haben. Das Aufwachen neben Elsa war viel. Ja, Leute, seid ihr bereit? Weil Elsa halt direkt so ein riesen Grinsen und nur am Lachen und laut und voll aufgeweckt und hast du nicht gesehen ist. Und ich bin dann halt so, boah. Ich habe nichts, wenn du was morgens. Ich bin halt voll der Morgenmuffel und Elsa ist genau das Gegenteil. Ah, aber sie freut sich halt einfach. So süß. Komischerweise war das mit Elsa ein bisschen anders. Natürlich war es anders. Natürlich, wenn man verliebt ist, ist alles anders. Dann macht man Dinge, die man sonst nicht macht. Irgendwann geht die Verliebtheit weg, dann ist man wieder Morgenmuffel. Musst du auch lachen. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und da? Ist Madeleine da auch eingeschlafen, weil sie so müde war? Ja, Madeleine und ich sind uns auch ein bisschen näher gekommen. Es war schon eine intensive, schöne Zeit mit ihr. Okay. Also ist da jetzt doch was passiert, obwohl Madeleine die letzten 2 Wochen nicht geschlafen hat. Ich hätte es gern spannender für euch gestaltet, sage ich euch ehrlich. Wenn jetzt noch eine Wendung kommt, dann bin ich ganz überrascht, weil irgendwie ist das Ding für mich geritzt. Madeleine und ich lieben Kuscheln. Mein Gefühl zu Madeleine ist noch intensiver geworden und ich würde sie einfach wirklich total gerne weiterhin kennenlernen. Ja, das ist doch schön. Für mich war das nochmal richtig schön, irgendwie gestern Abend und den Tag zu verbringen und hat mir nochmal mehr Klarheit gegeben, jetzt so, wie ich mich in deiner Gegenwart fühle. Ich glaube, dass ich heute einfach erstmal ein bisschen klarkommen muss und einfach mal so ein bisschen in mich reinfühlen muss. Wie fühlst du dich? Und dann heute Abend. Ach, am gleichen Tag ist die Entscheidung. Das finde ich ja schon heftig, weil sie ist ja morgens mit Elsa aufgewacht. Ich finde das, also die Person, die das zweite Date hat, ist auf alle Fälle im Vorteil, Leute. Ich weiß halt, dass wir beide voll die besonderen Menschen sind. So. Ich finde Nina richtig toll als Mensch. Und ich will einfach, dass du für dich die richtige Entscheidung suchst. Ob jetzt so, sag ich mal, gegen mich wäre, klar, ich wäre enttäuscht oder traurig, aber dann soll es halt vielleicht nicht sein. Weißt du, ich finde, das müssen beide wollen. Es reicht nicht, wenn ich das jetzt nur will und du aber dann nicht. Es hat sich heute Morgen mit Madeleine einfach total vertraut angefühlt. Hat sich in keiner Weise so angefühlt, als wäre das so unser letzter Morgen miteinander. Ob es das war, werden wir sehen. Aber wenn das war, war ja richtig schön. Ich brauche wirklich jemanden, der wirklich mega gut und nicht ist mit mir. Ich bin glücklich mit dir. Ich bin mit mir selber manchmal nicht. Ich finde, das sieht auch total vertraut aus, ne? Auch wie Madeleine sich so an Elsa dran kuschelt. Das, finde ich, war alles bei Nina hat es anders gewirkt, Leute. Ich hoffe so sehr, dass Elsa es ernst meint für Madeleine. Also ja, das sieht jetzt so aus. Also für mich ist die Sache klar, wir gucken jetzt ins Finale rein, Leute. Wir gucken uns in die Entscheidung rein und also wenn mich jetzt alles nicht täuscht, dann ist die Sache geritzt, oder? Sieht jetzt anders. Mein Kopf ist komplett durcheinander. Ich kann darauf vertrauen, was ich mit ihr hatte. Aber vielleicht hatte sie auch eine genauso gute Zeit mit Nina. Man sieht auf alle Fälle, dass sie das Budget aufgestockt haben für Princess Charming, ne? Wie entspannt Elsa ist, der Wahnsinn. Liebe Nina, erstmal schön, dass du hier bist.
Oh, Nina guckt nicht glücklich, ne? Ich finde, Nina ist so richtig angespannt. Die spürt das. Bei der allerersten Happy Hour bist du mir direkt aufgefallen in deinem pinken Kleid und bist direkt rausgestochen mit deiner Ausstrahlung, deinem Lächeln. So, sagst du mir nochmal deinen Namen? Nina. Okay. Ja. Du siehst echt richtig toll aus. Sag, richtig geiles kann Outfit. Ich nur zurückgeben. Dankeschön. Oh, das weiß ich noch. Das Kleid war wirklich phänomenal. Nicht nur wegen der geilen Outfits, sondern auch einfach wegen deiner selbstbewussten Ausstrahlung und deinen Augen, deinen Blicken. Danke. So ungefähr zur Halbzeit erst gekommen. Hallo. Hi. Huh. Madeleine. Elsa. Freut mich. Aber alles umgerissen, ne? Also Elsa ist ja wirklich da gekommen, als Desi gegangen ist kurz danach. Hat das Ruder rumgerissen. Nach Desi hat Madeleine gar nicht mehr gefragt. Das ist Wahnsinn. Es wäre krass gewesen, wenn Desi drin geblieben wäre. Also dann wäre es wirklich hardcore spannend geworden. Also ich muss sagen, du hast auf jeden Fall einen ganz schönen Auftakt gemacht. Einer der besondersten Momente für mich mit dir war, als wir ja ziemlich am Anfang auf einmal auf deinem Bett saßen, geweint haben gemeinsam und du dich so krass geöffnet hast und obwohl wir uns nicht kannten, mir ja wahrscheinlich eines der schwierigsten Themen deines Lebens ja erzählt hast. Ich glaube, das hat die beiden auch doll verbunden von Anfang an. Ich bin auch mal. Darf ich das drücken? Ja. Vielen Dank auf jeden Fall. Das ist echt away from it all. Dieser Moment wird einfach für immer in meinem Herzen bleiben. Und die Kette, die du mir in dem Moment geschenkt hast, wird mich auch für immer an dich erinnern. So süß. Ja, und neben der verbalen Kommunikation finde ich, dass wir auch nonverbal sehr schön miteinander kommunizieren. Wir haben immer sehr tiefen und intensiven Augenkontakt. Du wirfst mir immer sehr schöne Blicke zu. Und es funkt einfach, wenn ich dich sehe. Haben wir, glaube ich, alle gemerkt. Ich muss aber auch sagen, dass ich immer wieder diese Zweifel hatte, okay, passen unsere Lebensstile zusammen? Ich frage mich immer noch, ob du es wirklich ernst meinst. Und das ist der Punkt, warum es so aufregend für Madeleine ist. Wisst ihr, was ich meine? Oder nur gewinnen möchtest. Vor allem als ängstliche Person. Wir haben beide das Armband, was gesegnet wurde. Und ich würde mir wünschen, wenn dieses Glück uns einfach für immer bleibt und wir immer verbunden bleiben. Aber? Aber I knew it. Leider eher auf eine freundschaftliche Art und Weise. Und ich hab dich so, 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 so gern, wirklich. Und leider muss ich dir trotzdem die Kette abnehmen. Das ist okay. Hart. Vor allem waren die ja schon drüber über dieses Freundschaftliche. Und jetzt wieder zurückzurudern und sagen, freundschaftliche Art und Weise, das kann man ja für die Zukunft irgendwie anpeilen. Aber vielleicht ist das auch zu viel Interpretation. Aber ich finde, in so einem Moment, wo man auch so Nacht miteinander verbracht hat, geknutscht hat und auch körperlich schon in irgendeiner Form war, dann wieder so direkt auf freundschaftliche Art und Weise zu polen. Ja, ich glaube, das tut noch mal mehr weh, tatsächlich. Also würde mir mehr weh tun, anstatt zu sagen, vielleicht irgendwann Freundschaft mit nach Zeit und bla, aber jetzt so direkt, dass eine freundschaftliche Art und Weise ist, finde ich nämlich gar nicht mehr. Nein, muss es nicht. Das ist total okay. Ich glaube, es ist alles richtig so, Leute. Alles gut. Also nach unserem Date hätte ich damit nicht gerechnet. Ist das dann doch nur vorgespielt gewesen? Also das ist schon so ein bisschen, Das meine ich mit, wenn sie sagt, freundschaftliche Art und Weise, ne? Da fragt natürlich jetzt Nina sich, war das jetzt echt? Weil wir waren ja körperlich, wir waren ja romantisch. Es war jetzt nichts, also das war ja nichts Freundschaftliches, wenn man da rummacht miteinander und sich streichelt und bla. Weil man dann doch so ein bisschen an seiner Menschenkenntnis zweifelt. Nein, bitte nicht. Ich glaube, Nina hat eine sehr gute Menschenkenntnis. Ich glaube, es war einfach richtig beknetscht ausgedrückt. Wir gucken dann nächste Woche in der Wiedersehensshow vielleicht nochmal rein. Aber nun, Leute, was bedeutet das? Ich meine, ich finde es nicht allzu überraschend, aber hier ist unsere Siegerin von Princess Charming. Was ich aber sehr schön finde, ist, dass wir eine ganz große Leidenschaft miteinander teilen, und zwar das Reisen und auch die Spontanität. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir
gemeinsam die nächste große Reise zusammen beginnen würden. Und deswegen möchte ich fragen, ob du die Kette behältst. Oh Gott, dieses Lächeln, ne? Es ist dieses, ich hab gewonnen! Nicht so leid. Oh Gott. Ja, natürlich. Ja. Elsa glaubt's gar nicht, sie ist nicht Zweite geworden, sondern Erste. She made it. Ich habe immer noch diese Angst, dass Madeleine da verletzt wird, aber it was her choice. Und ich wünsche so sehr den beiden, dass das klappt, weil die Chemie stimmt ja zu 1000%, ne? Und ich bin jetzt gespannt. Und ich bin jetzt gespannt, was nächste Woche in der Wiedersehensshow passiert, Leute. Sehr aufregend. Oh, Madeleine hat kurze Haare. Ich merke auf jeden Fall, ich glaube, dass wir alle ein bisschen angespannt sind. Oh, aber warum? Das Finale war einfach nochmal so die Spitze vom ganzen Eisberg. Und ich habe an dir Interesse. Ich mache mich hier verletzlich, indem ich mich öffne. Und ich habe einfach nicht das Gefühl gehabt, dass das zurückkam. Ich kann's dir nicht sagen. Ja, leider. Es ist total schön. Also es war für mich eine unglaubliche Reise. Und ich habe wirklich keine negativen Gefühle zu irgendwas davon. Seid ihr beide noch ein Paar? Also ich bin gespannt, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss, Leute.